bin Steffi, ich arbeite bei Douglas in Düsseldorf in der Altstadt und ich bin heute hier für euch, um euch zu zeigen, es gibt ein neues Produkt für die Nägel und ich zeige euch heute How to Nail Rock. Es geht darum, es sind Nagelsticker in ganz unterschiedlichen Designs. Wir haben was Buntes, wir haben was Gestreiftes. Für diejenigen, die es ein bisschen klassischer mögen, einfach nur Uni bzw. der Metallic Look. Ich zeige euch heute, wie wir die verwenden, wie wir die aufkleben können, ein paar kleine Tricks, dass die super gut halten, was wir auch natürlich unseren Kunden mit auf den Weg geben sollten, damit bei denen auch alles super klappt. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Okay, dann legen wir mal los. Ich habe hier das Design jetzt gewählt mit dem gestreiften und zeige euch mal, was in einer Packung für 7,95 alles drin ist. Wir haben einmal die Nagelsticker, dann zur Vorbereitung ein Rosenhalsstäbchen, ein Reinigungstuch und hier ist sie, eine kleine Feile. So, zur Vorbereitung beginnen würden wir mit dem Rosenhalsstäbchen zum Zurückschieben der Nagelhaut. Dann mit der kleinen Feile wird die Oberfläche ein bisschen angeraut, um die Sticker besser haltbar zu machen. Mit dem Reinigungstuch einmal die Nägel komplett abreinigen und dann geht es auch schon los. So, los geht's mit den Stickern. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, die halten super und lassen sich viel besser aufkleben, wenn ihr die vorher anwärmt. Das heißt, eure Hände sollten nach Möglichkeit warm sein und die Nagelsticker in den Handinnenflächen wirklich einfach so ein bisschen reiben, damit die warm sind. Und dann geht das Ganze viel einfacher. So, Größe ist schon ausgewählt. Das heißt, ich fange jetzt mal mit dem ersten Sticker an. Die lassen sich dann von der Mitte aus aufziehen. Und mit der runden Seite geht man am Nagelbett wirklich bis ganz zum Anfang und klebt sie dann einfach der Länge nach auf. So, jetzt ist es wichtig, den Nagel ganz fest anzudrücken, damit das anschließend gut hält. Und natürlich auch möglichst zu den Kanten hin feststreifen. Da kann man natürlich später auch nochmal mit dem Rosenholzstäbchen drüber gehen, um das hier ganz fest zu bekommen. So, der nächste ganz, ganz wichtige Tipp ist jetzt, um keine Luftbläschen oder Falten unter der Folie zu haben, die Folie nach vorne hin zu ziehen und zu stretchen. Über die Kanten und wirklich runterziehen, über alle Ecken hinüber, damit man sieht, hier am Rand beispielsweise, wo ein bisschen Luft runter ist, das zieht sich dann ganz automatisch raus. Und dann hat man eigentlich nichts mehr darunter, was den Nagel von der Folie trennt und somit hält das Nageltattoo optimal und super lange. So, wenn der Nagel so präpariert ist, nehmen wir uns wieder die kleinen Nagelfeile und feilen von oben nach unten wirklich immer nur in eine Richtung den Nagel über die Kante und somit den Überschuss von diesem Nagelkleber ganz einfach ab. Das geht auch relativ leicht. Das heißt, da muss man nicht besonders fest drücken. Dann sieht man schon, hat man hier diese Lücke und kann das dann einfach abziehen. Und dann natürlich, um das nochmal ganz sauber zu bekommen, nochmal vorsichtig über die Kanten gehen und den Nagel so anpassen, damit das optimal ist. Nochmal so ein bisschen gucken, ob die Ecken passen. Und dann kann man nochmal mit dem Rosenholzstäbchen ganz vorsichtig über die Kanten gehen, damit das super hält. So, das wäre dann quasi schon mal Nagel 1 fertig. So, wie ihr seht, hat super schnell funktioniert. Ich habe für eine Hand kaum 5 Minuten gebraucht und sofort war alles erledigt. Wichtig ist wirklich einfach nur die Tipps im Hinterkopf zu haben. Das heißt, die Folien vorher gut anzuwärmen, die Hände warm zu haben.
beim Auftragen wirklich über die Nagelkante die Folien stretchen und ziehen, damit keine Luftblasen entstehen, runterfallen, schon fertig. Das Ganze an allen Fingern, ganz easy, schnell erledigt. Für die ganz sicheren kann man auch gerne nochmal mit einem Überlack drüber gehen, damit es noch länger hält oder super gut geschützt ist. Ansonsten sind die Sticker aber top. Man kann damit Hände waschen, man kann spülen, man kann alles machen, was man sonst auch machen würde. Es hält bombensicher. Vielleicht ganz kurz noch, was macht ihr mit den Stickern, die übrig geblieben sind? Denn es sind hier 16 Stück in einer Packung. Das heißt, ihr habt also noch welche übrig. Es gibt die Möglichkeiten, einfach zum Beispiel eure Nägel unifarben zu lackieren und den ein oder anderen Nagel nochmal mit einem Sticker zu designen. Oder ihr habt von unterschiedlichen Designs Sticker übrig und könnt die mixen. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, soweit zu der Anwendung. Dann vielleicht nochmal kurz zum Design. Ihr habt wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier die Streifen gewählt. Ihr habt Leoparden-Look. Man hat aber auch ganz einfach den Metallic-Look. Da gibt es Gold und Silber. Oder halt auch ein bisschen extravaganter mit Sternchen. So, natürlich auch eine wichtige Frage am Ende. Wie kriege ich die Sticker wieder von den Nägeln ab? Es ist total einfach. Man kann sich hinten, am besten am Anfang, einfach eine kleine Ecke abmachen, dass man die Folie greifen kann. Das geht auch ganz leicht. Und dann sind die super einfach abzuziehen. Und man hat die komplette Farbe einfach direkt weg. Der Nagel ist nicht beschädigt. Das geht total einfach ab, als wäre nie was gewesen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine kurze Anleitung, How to Nail Rock. Ich kann euch sagen, es ist eine tolle Alternative zu jedem Nagellack. Man hat coole Designs, die man mit einem Nagellack so nie hinkriegen würde. Und man hat nicht immer diese elende Warterei darauf, dass es endlich trocknet. Man ist sofort fertig und kann starten. Aus meiner Sicht also, ich würde es euch jederzeit weiterempfehlen.